Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Callisto Protocol. Wir müssen immer noch Dani finden und ich gehe mal davon aus, wir werden sie in dieser Episode auch finden. Und hoffentlich hat sie eine gute Ausrede. Warum sie nicht funkt? Haben wir wieder so einen Riesendulatsch da hinten. Es ist einfach so maximal Dead Space Feeling. Wir haben nur noch keinen Marker gesehen. Oh, hi Dani. Was machst du da? Dani. Dani. Ich geh nicht. Ihr zwickt mich nicht! Ihr habt sie getötet! Genau wie das, was im Gefängnis passiert. Sie töteten alle, um es einzudämmen. Alle. Das sind keine Unfälle. Es ist immer gleich. Arcus, Black Iron, Europa. Ach nee, nicht der Typ. Really? Zweimal der gleiche Endgegner. Komm, lauf, 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 lauf. Ach, Mann. Oh ja. Lauf, 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 lauf. Ah, toll. Kommt da noch mehr? Ach, Mann, ich hasse das. Scheiße. Yes. Gott sei Dank. Diesmal ging schneller. Und immerhin. Alles in Ordnung? CPU-Drucke. Sicher? Hier lang. Ich kenne. Ich meine. Sie kannten einen Weg an die Oberfläche. Hey, alles in Ordnung. Ja, wegen den Erinnerungen. Ich muss erstmal hier. So kann. Diese Implantate sind mit dem Gehirn verbunden. Es ist wie das Kopieren von Dateien. Die
UJC zwang alle Minenarbeiter, eine frühe Version des Core zu tragen. Wie war das? Komisch. Es sind wirklich zwei Personen. Ich konnte sie wirklich verstehen. Es ist bestimmt gesund, wenn man das öfter macht. Okay, gib her. Hey, wo ist mein Loot? Ah, danke. Gut. Haben wir sonst noch irgendwo was? Ja, da hinten. Inventar voll. Da immer hin. Okay, wir sind voll durchgeladen. Hier noch? Nö. So, wo bist du? Ach, da bist du. Also, was ist denn jetzt eigentlich mit deiner tollen Entdeckung? Überhaupt nicht gruselig. Was haben wir hier? Nee. Ja, ja, keine Sorge, ich komme ja schon. Aber looten muss ich ja trotzdem. Ich hoffe, dieser Doppeldude kommt. War ja klar. Geht's dir gut? Ja, der verdammte Weg ist eingestürzt. Der Weg an die Oberfläche liegt auf der anderen Seite der Kolonie. Geh weiter, wir treffen uns dort. Wieso kann ich nicht mit ihr ein bisschen rumlaufen? Und ich krieg immer den Arschweg. Oh, Goodies. Aber ich glaube, ich habe eh kein Geld. Ja, nee. Ah, wobei, kann ich Sachen verkaufen? Ja, CPU-Drucker. Was unseren Akkusatz werde ich jetzt auch mal verkaufen. Braucht eigentlich nicht so viel davon. 1355. Was ist Schaden plus nochmal? 27. 27. Naja, komm, was soll's. Warten, bis Druck abgeschlossen ist. Abgeschlossen. Dankeschön. Magazingröße, ja komm. Bei Problemen bitte an den Administrator wenden. Gegenstand aus Druckfertigung entnehmen. Gut. Dann wären wir hier erstmal fertig. Nice. Oh, hi, Fatty. Ich muss die andere Seite erreichen. Scheiße. Huge. Ein Loot noch. Komm, das war's doch bestimmt nicht. Die obere Ebene, Jacob. Such die Klinik. Ah.
ist doch genau der Platz, wo wir doch schon mal gewesen sind, oder nicht? Ah, Mann. So, da, noch mehr drücken. Midtown verschlossen. Also, wo soll ich hin? Klinik? Das ist ja... Ja, ja. Komm, geh mal nach oben. Hallo? Scheiße. Scheiß Bestien. So, einmal Health bitte. Da, so, von dir auch. Dollar? Oh. Das. Das war knapp. Okay. Das war irgendwie unnötig, aber okay. Es ist eiskalt. War kaum zu glauben, dass hier Menschen gelebt haben. Tja, nun, sie hatten keine Wahl. Manche bis heute nicht. Oh, da leckt's gerade. Und jetzt? Oh! Oh, sorry. Da, da muss ich mal ein Foto machen. So. F12. Achso, warte mal. Macht natürlich Sinn, wenn man das UI hier mal ausblendet. Gut. Bleibst du jetzt da stehen oder? Warte. Was ist das für eine Kuppel? Aha. Nicht da? Nein. Damals nicht. Früher war hier ein Minenschacht. Führte zur Oberfläche. Warum sollten sie den abdecken? Keine Ahnung. Aber wir müssen nach Lösung kommen. Okay. Lass mich raten, sind dann später hier reingekommen und haben dann Experimente nochmal gemacht. Klingt da ein bisschen schief. Siehe oben. Ja. Alles klar. Jo. Ich bin Dr. Caitlin Marler und ich heiße Sie herzlich willkommen in Arcus Station. Wir freuen uns, die Ergebnisse unserer jahrzehntelangen Forschung mit Ihnen zu teilen. Wem erzählt sie das? Nicht uns. Ich lade hier runter, was ich kann. Wir treffen uns in der Kuppel. Kann man nicht... Ach, was soll das? Mit einem Notruf. Einer mysteriösen Seuche, die Callisto befiel. Das Symptombild war verblüffend und doch vertraut. Aha. Eine Art beschleunigter Evolution, ähnlich dem, was in Paramo entdeckt wurde. Diese Krankheit zu verstehen und zu verändern, wäre der Schlüssel zum Geheimnis des Paramo-Effekts. Ich glaube, die Kollegen werden wir noch in freier Wildbahn sehen. Nach dem Sichern der Anlage wurde ein Labor errichtet und später ein Gefängnis, das es umgibt. Eine Forschungsbasis mit verfügbaren Tests. Wow. Deshalb wurde Black Iron gebaut. Es war alles eine Art Experiment. Tja, wenn so ein Schwerverbrecher irgendwas passiert, hat keiner Fragen. Nach Jahrzehnten der Suche stehen wir endlich kurz vor dem Durchbruch. Dem Ursprung von allem. Dem nächsten Schritt unseres Projekts. Ja, hat gut funktioniert. Solitarius,
Oh. Was ist das? Eine fremde Lebensform. Freigesetzt, als Minenarbeiter zum Ozean unter der Oberfläche Kallistos durchdrang. Als wir ankamen, war sie schon tot. Von Sicherheitskräften getötet. Doch im Kadaver fanden wir sie. Tausende von Larven. Die Hauptüberträger der Krankheit. Wir sammelten Exemplare und brachten sie in unser Zentrallabor auf Europa. Der Erreger wirkte als Beschleuniger der Evolution und machte die Kolonisten zu kaum mehr als geistlosen Rohlen. Okay. Außer einem, dem Subjekt Null. Dieser Mensch erhielt die Vorteile der Ansteckung, erhöhte Kraft, Ausdauer und Lebensdauer, ohne Intellekt und Menschlichkeit zu verlieren. Er wurde zwar beim Ausbruch von Sicherheitskräften getötet, doch sein Körper wurde ins Labor nach Black Iron gebracht und diente als Basis des Forschungsprogramms. Oh Gott. 5, 2, 1! Oh. Du und ich, wir sind noch nicht fertig. Fahr zur Hölle. Wie du siehst, hat sich was verändert. Jacob, ich habe die Oberflächenzugangstür gefunden. Ja. Ich versuche sie zu öffnen. Scheiße. Scheiße. Ah. Alter, ich will ihn doch schlagen. Ich finde dich, egal wo du dich versteckst. Ey, das kann nicht sein, dass ich nicht zuerst hauen kann. Ja, es ist jedes Mal das Gleiche. Alter, ich kann doch nicht... Lass mich doch mal wenigstens weggehen. Lass mich mal weglaufen. Das gibt's doch nicht. Du entkommst mir nicht. Niemals. Alter, sag mal. Jetzt wird's dann lang. Ja. Ich weiß nicht. Das ist doch scheiße. Scheiße. Lauf, 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 lauf. Denkst du etwa, was du getan hast, Arzt Keimen? Lass mich mal weglaufen! Allah! Alter, ganz ehrlich. Lauf, 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 lauf. Okay, also grippen kann ich ihn auch nicht. Ah!
Ja, und ausweichen. Ist doch alles scharf. Du willst von deinen Taten davonlaufen? Nee, aber von dir. Es ist echt mühsam. Ist mir egal, ob er dich gelebt habe. Oder muss ich nach hinten ausweichen, wenn er das macht? Du musst an mir vorbei, um wieder nach oben zu kommen. Ach Mann, ey. Ich kann gar nicht. Ich schaue jetzt dann gleich nochmal nach, ob es dafür irgendwie einen tollen Guide gibt. Ja, Danny könnte eigentlich auch helfen. Das war als Vorschlag. Geil. Geil. Einfach nur geil. Okay, ich schau mal ganz kurz nach, was die Taktik hier ist. Bin gerade ein bisschen überfragt. Wir sehen uns gleich wieder. Oh, sorry, ich bin gerade mitten im Kampf. Aber die Lösung ist einfach effektiv einfach nur ausweichen. Und das besser, als ich das einfach vorher gemacht habe. Ja, Mann. Mir entkommt keiner, hörst du? Du bist wohl zu spät. Au, scheiße. Sie wollte dir nur helfen, aber bald wird sie eine von uns sein. Scheiße. Und ich sehe gerade. Scheiße, hat das OBS die ganze Zeit nichts aufgenommen. Nein, ich muss das mal ganz kurz prüfen. So, da bin ich wieder. Und so wie es aussieht, hat OBS aufgenommen. Nur das Vorschaufenster hat nicht richtig angezeigt. Bringt uns an die Oberfläche. Also ich war jetzt noch nicht in Premiere drin, aber ich habe einfach nur das File mal kurz angeguckt. Hoffentlich passt es nicht, dass da was fehlt. Wäre nicht das erste Mal. Danny! Danny! Hey! Scheiße. Okay, komm schon. Hoch mit dir. Alles wird gut. Nein, nein, nein. Das ist unfair. Mist. Ich wollte sie aufhalten. Ich werde nicht so ein Ding werden. Na, nein, 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 das wird nicht passieren. Hey, wir kriegen das hin. Wie? Wir folgen einfach dem Plan. Wir gehen zum Turm des Wardens. Es muss einen Weg geben, das Ganze umzukehren. Das weißt du nicht. Ja, das stimmt. Aber wir geben doch jetzt nicht auf. Jetzt
ziehen das Ding jetzt durch. Gemeinsam. Okay. 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 Los jetzt. Hoch mit dir. Also wirklich gesund sieht sie halt wirklich nicht aus. Vorerst. Die wirst du brauchen. Okay. Wir sind fast da. Kann man aber nicht vorstellen, dass sie jetzt stirbt, weil im Story-DLC sieht man ein Bild von ihr. Ich kenne das hier nicht. Wo sind wir? Keine Ahnung. Okay, wir haben da keine Munition mehr. 8 und 12, gehen wir mal auf dich. Hä? Habe ich jetzt nicht ausgewählt? So. Okay, Kiste, komm her. Danke. Upgrade Station, da hinten ist nichts. Und man hört schon wieder die Monster. Sehr schön. Ah, shit, da hätte es Gesundheit gehabt. Okay. Da dürfte es nichts Neues geben. Nö. Meine Geduld ist am Ende, Maler. Es sind jetzt schon fast 6 Monate. Ich bin kurz davor, Co. Die Biophage zu verstehen, um sie wie Subjekt Null zu nutzen. Ich brauche nur mehr Zeit. Nein, was auf Europa passiert ist, war eine Tragödie. War eine Erleuchtung. Es läuft auf Autopilot. Alle Systeme sind zerstört. Hab's gleich. Okay. Hier drin sind infiziert. Das hat sich aber schnell verändert. Sofort verschwinden. Gute Idee. Das Signal des Wardens ist noch aktiv im Kommandoturm. Schaffen wir es zu ihm? Sieht so aus. Ich kümmere mich um die Tür. Ja, komm doch mit. Kommst du? Tür ist offen. Hilf dir noch. Oh. Zurück in die Zellen. Hat die nicht den Befehl, alles zu töten? Tja, aber ich glaube, wir kommen jetzt schneller zu ihm. Autsch. Was passiert hier? Und wir sind wieder am Anfang. Geil. Kannst du mich hören? Danny? Soll das etwa ein Witz sein? Bin wieder ganz am Anfang. Ach, verdammt. Was soll ich jetzt nur tun? Kommen Sie! Maler! Wir haben nicht viel Zeit. Ich konnte eine Sicherheitseinheit umleiten. Ich habe Danny. Wo ist sie? Im Labor, im Herzen der Anstalt. Er überwacht alles, aber hier können wir reden. Ich kann sie zum Warden bringen. Ich kann sie heilen. Ich möchte helfen. Sie? Sie haben mir dieses Ding in den Nacken getan und jetzt wollen Sie helfen? Bitte beeilen Sie sich. Kommen Sie her, Jacob. Wie? Weiter vorne ist ein Raum, der in einen Bereich führt, zu dem Wärter und Häftlinge keinen Zutritt haben. Finden Sie ihn. Ich mache Ihnen den Weg frei. Okay. Und was ist mit dem Kollegen da draußen? Oben ist keiner. Moin. Aber es wirkt irgendwie aufgeräumter. Ich öffne Ihnen den Durchgang. Dankeschön. Ja. Naja, wenigstens nicht mehr im Keller unten.
Ich habe mich echt gefragt, wann es wieder passiert. Nächstes was drin? Nee. Okay, da können wir wenigstens Sachen verkaufen. UJC-Druck für alles, was Sie benötigen. So, einmal den da. 1280. Nö. Das war ja 27. 27. Was haben wir hier? Stabilität 900. 36. Nee. Ja, komm. Gehen wir hier nochmal ein Upgrade rein. Gut. Etwas. Serverraum. Hm. Nee, Sicherung. Irgendwo da hinten im Serverraum. So, durchgeladen sind wir. Will ich da rein? Oh fuck. Scheiße. Geht auch nicht weg, ne? So, mal kurz gucken. Ja. Yes. Okay, lauf. Lauf, 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 lauf. Scheiße, ich habe jetzt noch Munition? Nein. Scheiße. Komm her. Wegen dir habe ich Munition vergeudet. Mann. Ja, raus hier. Gibt's hier sonst irgend... Oh, ja. Dankeschön. Danke. Okay, der scheint es mal gewesen zu sein. So, durchladen. Yes, Munition. Gerade einen Moment. So, wieder besser. Was war hier los?
Ja, Spielplatz für einen Haufen Wahnsinnige, die meinten, sie können irgendwie einen Übermensch machen. Entscheidungen. Ihre Entscheidungen haben sie hergebracht. An diesen Ort. Zu diesem Moment. Wie werden Sie sich entscheiden, Jacob? Bleiben Sie, wie Sie sind. Oder werden Sie mehr? Ja, ich werde bestimmt kein Verrückter werden, aber geil, die konnten die ganzen Häftlinge von hier hinten beobachten. Moin. Kommst du zu mir? Oh, hi. Oh, was das? Dankeschön. Und da drin hat es auch Goodies. Beobachtungsprotokoll. Subjekt 324-980 weist eine faszinierende Mischung von Merkmalen auf. Vor allem einen verstärkten Überlebenswillen. Extraktion und Aufnahme in das Programm wird empfohlen. Hat es eigentlich überhaupt irgendeiner wieder ganz normal hier rausgeschafft? Oder war das eine One-Way-Route hier rein? Psychiatrie. Einer von euch wird doch bestimmt aufstehen, oder? Ja. Hinter mir ist gerade schon der Nächste. Geil. Okay, hätten wir das. Ich finde es echt sehr angenehm, dass die Gegner wie warten, wenn ich gerade mit einem anderen beschäftigt bin. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Moin. Das hier sieht älter aus als der Rest des Gefängnisses. Ah, Explosi. Okay. Kiste. Du kommst natürlich mit. Dich lasse ich nicht einfach so da liegen. Noch mehr? Fuck. Danke. Scheiße. Nein, 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 nein. Scheiße. Er ist rotiert. Okay. Scheiße. Du haust mich nicht um. Ja, gleich. Ich hab grad andere Probleme. Ah, komm jetzt. Echt jetzt. Hätte ich nur die Waffe durch. Ach nö. Das Ganze. Okay, ich werde jetzt gleich mal die Waffe nehmen, wo ich ein bisschen mehr Schuss habe. Lass mal kurz gucken. Nehmen wir mal dich.
So, Kollege, komm mal her. Überraschen ist nicht. Scheiße. Sehr gut. So, und weil ich jetzt schlau bin. Ah, ich habe zu wenig Schuss. Haben wir noch irgendwas anderes? Ja, nämlich. Muss ich ja doch die nehmen. Das hier sieht älter aus als der Rest des Gefängnisses. Fuck. Gut. Dann schauen wir, dass wir das jetzt hier ein bisschen besser hinkriegen. Scheiße. Gut. Komm her, Kollege. Die Treppe hinunter. Ja, ja. Wir sind bald da. Beim zweiten Mal geht's besser. Okay. Einmal durchladen. Gibt's eigentlich hier noch was Interessantes? Nö, nur den Kollegen. Gut. Ja, hä? Nee, oder auch nicht. Hier sind schlimme Sachen passiert. Alter! War nicht realisiert, dass noch ein zweiter da ist. Das ist eine Gitterwand, das heißt eigentlich nichts Gutes. Wer steht auf? Na ja, Mann! Aber ich habe die jetzt da mehrfach hingestoßen. Wollte nicht. Mann. So. Wo ist deine Tutor? Okay, hab schon alles. Einmal durchladen. Ich hab gelernt, das ist wichtig. Oh. Danke. Also mal hier. Gut. Kommt noch einer? Okay, da wird jetzt nach unten gehen. Aber haben wir hier vorne noch was? Nee. Okay, wir müssen aber nach unten. Keine Gutes hier drin. War auch nicht. Okay,
Weiter runter. Die Block 1. Hm. Alter! Diese Scheißviecher! Das sieht nach Kopf-Area aus. Oder auch nicht. Sie ist da unten? Sicherung erforderlich. Wo kriege ich die her? Wird für dich, dass ich was gezielt habe. So, Sicherung. Okay. Gesundheit? Nein! Ich habe keine Health mehr. Shit. Okay. Das heißt, bei der nächsten Upgrade-Station schauen wir mal, dass wir... Okay. Zum Medikits. Gehen Sie weiter, Jacob. Ja, ich probiere es. Danis Zustand verschlechtert sich. Sie müssen sich beeilen. Halt bloß durch. Ich komme. Und warum braucht es mich dazu? Sieh doch die Doktorin. Hast du nicht alles? Oder heißt dann, oh ja, du musst unbedingt irgendwas holen. Na? Wow, was zum Teufel? Was bist denn du? Oh, danke fürs Leben. Nach zwei Wochen im Programm zeigen sich bei Subjekt 324-980 bemerkenswerte körperliche Verbesserungen, wenngleich sich sein geistiger Zustand geht eine Treppe rauf. Verschlechtert. Leitet das Subjekt an Maler weiter. Vielleicht hält uns das Call vom Hals. Okay. Moment. Rettungs. War ich hier? Hier war ich doch. Okay. Dann einmal das. Sicherung hier rein. Nee, doch nicht. Hä? Naja, von da bin ich gekommen. Hä? Oder jetzt hier einfach die andere Treppe nehmen. Hallo. Danke. Ah. Nicht mit mir heute. So. Gesundheit oder so? Nee. Komm, jetzt taucht aber einer hier auf, oder? Ah. Dann halt nicht. So, Zugangshalle M150. Sie sind fast da. Immer schön weiter. Mhm. Oh, geil, Sturmgewehr. So, Goodies. Keine Goodies. Ah, immerhin ein. Okay. Sturmgewehr. Das ist... Oh, das kostet 1000.
I guess no. Wo ist das Health-Ding? Ist das? Ja, genau. 500! Montage. Ja, trotzdem mal ein. Da haben wir was zum Verkaufen. Oh ja, CPU-Drucker. Da kann ich das ja doch bauen. Wo ist es? Wo ist es? Schaden halt mäßig, ne? Gut. Okay, liebe Leute, wir sind jetzt, glaube ich, eh schon an der Zeit, beziehungsweise ist vermutlich eh schon auch Überlänge. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da und dann bis bald. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.